Ich bin weg hier. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play. Ich frag mich echt, ob ich jetzt noch diese 60.000 zusammenkrieg. Willst du was spenden? Komm noch an wen? Also wenn du spendest, dann dauert das LP nicht so lange und du hast den Leuten eine Menge erspart. Willst du jetzt spenden? Ich spende auf jeden Fall, ja. Yes! So stimmt mal Leute um, wenn ich gesagt hätte, das ist für Tokalunis Geld, ja? Denkst du, hätte irgendein Herr nachgekräht oder was? Okay, ich glaube, ich bin irgendwie auf dem falschen Weg, habe ich das Gefühl. Das ist nicht das erste Mal so, würde ich sagen, ne? Ich war auf dem falschen Weg, doch wurde auf den rechten geleitet. Amen. Ja, gut, lassen wir es wieder. Meine Vergangenheit als Ministrant wollen wir jetzt mal nicht ausgraben. Aber ich könnte da schon so einige Geschichten erzählen. Was da immer so gelaufen ist, da. Also du meinst es mit dir und dem Pfarrer aus deiner Kirche? Ja, natürlich meinte ich das. Schön, dass sogar du es verstanden hast. Ja, Wahnsinn. Ich gebe mir Mühe. Super Deck 12, zum Glück scheiße. Musste jetzt sein. Weil es hat gerade irgendwie so gut gepasst. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe auch keine Ahnung, was du meinst. Ja, ich auch nicht. Das habe ich aber nie bei mir selber. Das stimmt. Ah, ich kann in so einen Song nicht reinquatschen, das ist ärgerlich. Was? Hier sind, ich fass das nicht, hier sind 6.000 Dollar. Die Druckerei, ich liebe dich, Druckerei. Pass auf, dass er es nicht falsch versteht. Ich denke mir gerade irgendwas Komisches und ich will es eigentlich gar nicht. Das sind so komische Bilder, die sollen weggehen. Aussteigen! Boom, so. Wie wär's wohl von einer Druckerpresse vergewaltigt zu werden? Ja, erzähl du's mir. Nee, will ich nicht. Ich will darüber nicht reden. Es braucht ja nicht peinlich zu sein, wir werden schon nicht lachen. Okay, also damals... Ich hab's gehört, du hast gelacht, ich will nicht mehr. Ich werde es nicht weitererzählen. Tu es für deine Zuschauer. Für deine drei. Zwei. Einer davon bin ich. Ach so. Okay, zwei. Wer sollen die zwei bitte sein, außer die... Ich hab nur versucht, dich aufzumuntern. Ja, klar. Hat ja super funktioniert. Ah, meine Füße, die bringen mich auch irgendwann um. Ich bitte drum. Was wir machen könnten, ey, da habe ich jetzt, pass auf, jetzt, wenn das funktioniert, dann funktioniert's. Okay, es funktioniert nicht. Was, Hauptsache, was machen eigentlich Spielautomaten in der Taxihalle? Stehen? Warum? Weil sie es können. Ja, und außerdem will ich jetzt Pogo the Monkey spielen. Das Spiel sieht geil aus. Schaut's euch an, Kinder. Pogo the Monkey. Da. Nein, komm. Näher ran. Jetzt. Hey, da bist du ja drauf, auf dem Bild. Das war ein Witz, weil du ein Affe bist. Lustig. Witzig. Das Schlimme ist, ich kann hier gar nicht abkürzen, weil es gibt kein Geldcheat. Ich habe schon mal nachgeschaut, ich habe einen gefunden, der funktioniert aber nicht. Den habe ich auch nur auf einer Seite gesehen und nirgends anders. Tja, und dann das ist schon armselig, ja, wenn man einen Cheat dafür brauchen muss. Ja, ich mache es jetzt auch, ich hätte es auch so ehrlich gemacht natürlich. Klar. Muss ich aber mal ein bisschen über das Spiel informieren dürfen, ja. Bitte ich auch mal drum. Wenn es denn genehm ist, die Dame, ja. So. Ach, du sprichst mit mir? Nee. Okay. Ich spreche mit deiner Mutter. Mache ich öfters mal.
Gerne. Mhm. Vorwiegend am Abend. Ich sag, du fette Sau, koch mir was. Ich glaube, das Gespräch geht irgendwie in die falsche Richtung, hier habe ich so das Gefühl. Minimal, ja. Minimal nur. Ja, ich würde auch gerne irgendwas nebenbei machen, um die Zeit zu vertreiben, weil das Geld muss ich ja erst aufladen. Aber... Es gibt ja nichts. Was gibt's hier, irgendein Minigame oder so? Ach, unsichtbarer Zaun mal wieder, cool. Warum ist Zaun von einer Seite unsichtbar? Bisschen geschludert. Ach so, weil... Ja, genau. Ja, hat nichts damit zu tun, dass sie irgendwie verkackt haben oder so. Pff. Nee. Ich glaube, dieses Tennisnetz, ne? Genau das. Okay, okay. Also wir sind jetzt hier in einem Kanal und da ist ein Bild von einem Hahn. Als Graffiti. Wer hat so viel Langeweile gehabt? Tut was Sinnvolles. Brennt Mülltonnen ab oder so. Aber malt keine Hühner an Wände. So, das war der... Die Parole an die Jugend für dieses Mal. Danke, dass Sie dabei waren. Das Wort zum Sonntag verabschiedet sich. Du guckst auch bestimmt wirklich, ne? Ja. Ich weiß auch ganz genau, wann es läuft. Wann denn? Wolltest du mich auch mal gucken? Also das ist am Sonntag. Um Mitternacht. Wenn es jetzt richtig ist, dann blamier ich mich hier total, aber. Und wenn es falsch ist, auch. Richtig, ich habe eigentlich schon verloren. Aber das war ja von vornherein klar. Ja, tut mir es auch leid. So, warte mal, jetzt. Wir sind eigentlich gerade bei Little Havana gewesen und ich habe. Da ist ein Päckchen. Ich habe es gesehen. Nein, das ist kein Päckchen. Schutzweste, ey, so ein Scheiß, wir brauchten sowas. Deine Mutter. Wenn wir wieder zusammen beschäftigt sind. Ja, was macht ihr so? Gesellschaftsspiele spielen. Ja, nennen wir es Gesellschaftsspiele. Ja, genau. Also Spiel trifft schon mal ganz gut und Gesellschaft in gewissem Sinne ja auch. Mhm. So, wir legen jetzt mal einen dicken Stunt hin und kriegen auf die Fresse. Auf die Fresse hat funktioniert der Stunt nicht so. Ist doch Standard bei dir. Richtig, Standart. Mit T hinten. Hast gemerkt? Weil das, ich habe extra betont und dann Art. Weißt du? Das heißt nämlich Standard D. Wir lassen es. Nie gewusst. Ja, weiß ich. So, und Stunt. Los. Woo! Und durchs Fenster. Durchs Schaufensterscheibe durchgekracht. Das war ein Preis für dich. Schaufensterscheibe? Ja. Interessant. Kennst nicht? Nee, habe ich noch nie gehört. Bildungslücke. Dummes kleines Kind, ey. Geh mal auf Schule. Nee. Ja, aber nur am Wochenende. Ich glaube, da können wir was arrangieren. Ja, nee. Auch wenn du das Wort arrangieren wahrscheinlich nicht kennst, aber gut. Ist eine Eissorte. Ah. Schmeckt bestimmt gut. Probier mal. Geh einfach in die Eisdiele und sag, einmal arrangieren bitte. Bin mal gespannt. Jetzt noch ein kleiner, ganz, ganz geheimer Tipp, das, was ich rausgefunden habe. Es gibt auch eine Eissorte, die heißt Vergewaltigen. Probier mal, geh mal in die Eisdiele und sag einmal. Ja. Okay, ich glaube, wir haben es verstanden. Hallo. Ja. Oh, hallo. Du brauchst jetzt nicht erzählen, welche Eissorten du am liebsten magst. Ja. Hallo, willst du mit mir einen Kaffee trinken gehen? Hallo, beachte mich. Dann stirb doch. Headshot, so. Nein, was? Du sollst sterben. Weißt du? Erst sagen, ja, nö, ich will keinen Kaffee mit dir trinken. Ja, und dann will die Schlampe auch noch wegrennen, oder was? Also, mal ehrlich, das gehört doch nicht zum guten Umgangston hier. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich dich sehen würde, ich würde auch wegrennen. Ja, und dann kriegst du halt trotzdem von mir in die Fresse. Träum ich dann immer. Ja, dass es am Ende nicht so ist, aber es ist ja egal. Warum gibt's auch andere Menschen auf der Straße? Es tut weh.
Danke-Grußkarte, dass du da warst. Wieder mal ziemlich nett von dir. Spassi-Spiele. Findest du Bremsen eigentlich überflüssig? Ja. Das Spiel anscheinend auch. Weil Bremsen hat auch irgendwie gar keine Lust drauf. Hätte ich an deiner Stelle, hätte ich an ihrer Stelle auch nicht. Richtig. Okay, wir sind jetzt hier, weißt du, wir sind hier in einem Garten. Und da kannst du jeden Pixel mit der Hand abzählen. Wer macht sowas? Mit der Hand abzählen, also gibt es insgesamt 6 Stück. Richtig. Hast du ganz fein gemacht. Nee, ehrlich, das sind diese, du siehst es ja dann. Warum? Das sieht scheiße aus. Das ist, kannst du denken, das ist so eine Ebene und mehr nicht. 3D ist für Loser. 2x2D ineinander geschachtelt und das nennen wir dann Baum. Schön. Ja, aber 2x2D ist dann eine FG-Idee. Richtig, deswegen ist es kein 3D. Das ist mein Problem hier gerade. Ach so. Aber schön, dass du so mitdenkst. Voll. Ich bin ja voll Mathe-intelligentlich. Richtig. Wir testen es mal. 2 und 3. Warte, da muss ich ganz kurz überlegen. Okay, es ist 7. Richtig. Hast du es wohl gegoogelt jetzt? Nein, das habe ich nicht gewusst. Ach so. Ja, nee, muss ja immer nachfragen dürfen auch. Das musste einfach sein. Ich verstehe gar nicht den Bezug jetzt zu anderen Projekten von mir. Krieg ich voll nicht. Weiß nicht. Das war ohne Bezug. Ja. So wie mein Bett. Oh Gott. Hallo, Wortspielkönig ist zurück. Ich darf doch bitten. So. Jetzt sind wir hier an. Hier war ich auch noch nie. Wir gehen die Treppe rauf. Und gehen die Treppe runter. Und jetzt gehen wir die Seitentreppe rauf. Du bist so abwechslungsreich, ne? Richtig. Oh, hier. Gib dir das mal, ey. Das ist HD LED Leuchtschrift. 5553764. Punkt, Punkt, Punkt. Mein Main Event. Tony Tonight. Car Racing. Cool. 4 targets to the hot ring event. Gall. Ach, Call. Man kann C und G auch gar nicht unterscheiden hier. Ist nicht witzig. So, wenn die Autorennen ist, dann ich bin dabei. Komm, lass knacken, Junge. So, jetzt haben wir es einmal knacken lassen. Wie witzig. Was denn? Gibt's ein Problem? Nee, alles super. Ja, ist cool. So, hier. Also, es sieht doch so. Hier können wir so schön Autorennen fahren. Warum gibt's das nicht? Ich habe jetzt voll Bock auf Autorennen. Kackspiele, ey. Bin ich voll aggressiv bei sowas. Schlag ich immer alles kurz und klein um mich. In meinen Träumen. Du meinst, alles um dich herum schlägt dich kurz und klein? Ja, sorry, ich hab. Bin nicht so gut in Deutsch. Deutsche Grammatik. Ist auch nicht einfach. Ja, deswegen kann ich es ja nicht. Wenn es einfach wäre, könnte ich es natürlich. Klar. Sicher könntest du es. Dieser Unterton wieder, der passt mir gar nicht, mein Freund. Was für ein Unterton? Hätte ich wohl für was Besseres, oder wie? Also, wenn du schon so fragst, eigentlich ja. Ja, hast eigentlich auch recht. Aber nur heute. Ja, nur heute, genau. Oh, was ist das für ein Wagen, ey? Der geht ja ab wie Schnitzel. Wie Schnitzel mit Ketchup sogar. Das soll's mir mal geben. So, wir fahren einmal um ein Gebäude rum jetzt. Und jetzt kommt das Krasse, wir machen es nochmal. Wir fahren unser eigenes Autorennen. Und gewinnen unser eigenes Geld dadurch. Auf geht's. Und Runde 1, zack. Beste Zeit.
Wir brennen fast, aber das ist egal. Hast du es auch immer so, wenn du stirbst, wachst du im Krankenhaus wieder auf? So? Ja, jeden Tag. Wow, was war denn das? Es war ein Rückwärtssalto. Das Auto hat ein Rückwärtssalto, was wie geil. Wer ist der Beste? Ich nicht, aber das tut nichts zur Sache. Okay, jeder kann jetzt diesen Ausschnitt gerade nehmen und selber hochladen und sagen, Tokaluna 1 ist geil, so als Titel. Und dann wundere ich mich, warum es keiner macht. Ja. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Gut, dann verstehen wir es schon mal zusammen nicht. Das heißt, wir verstehen es schon zweimal nicht. Richtig. Du denkst aber ganz schön mit, ey. Ganz schön schlaues Kerlchen da. Ich möchte ein bisschen Niveau da reinbringen. Aber nur Niveau mit Doppel-O, bitte. Genau. Weil sonst hast du... Die Nivea-Creme. Ja, genau. Sonst hast du nämlich falsch geschrieben. Auto, bleib stehen. Ich will dich. Bleib stehen. Auto. Okay, es wollte nicht. Ja, kann ich verstehen. Ja, also, mal ehrlich. Wenn jemand auf dich schießt, denkst du dann auch so... Ja. Ja, Mist. Weil ich finde es irgendwie ziemlich unhöflich. Dass die weiterfahren. Ja. Weil ich gebe mir da Mühe, irgendwie zu treffen... Und die interessiert es gar nicht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt... Also ich finde es jetzt auch nicht cool an dieser Stelle. Darf ich, glaub ich, auch mal ehrlich sein, ausnahmsweise. Du und ehrlich? Ausnahmsweise, Mensch, habe ich doch gesagt. Ach so. Ja, aber noch nicht mal ausnahmsweise. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. 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 Doch. Nein. Jetzt bin ich verwirrt. Und die nächste Runde bricht an. Eine Wahnsinnsleichtathletin hinlegt den, meine Damen und Herren. Und da geht um die Kurve. Kein anderes Auto ist zu sehen. Warum wohl? Verstehe ich gar nicht. Und Musik. Musik. Er hat die Musik übersprungen. Schon wieder. Hätte ich aber auch gemacht. Nee. Hätte nicht. Nicht. So, jetzt. Welche Zeit kann er hinlegen? Das wird so scheiße. Irgendwie fehlt hier der Spaßfaktor. Bei meinem LP. Das liegt aber an dir. Ja, verstehe ich bis heute nicht. Weißt du, ich habe mit LP angefangen, habe gedacht, ja, nach zwei Tagen habe ich so viel Abonnenten wie Gronkh. Also wie Gronkh wirklich. Warum hat es nicht geklappt? Weil du scheiße bist. Nee, weil ich zu gut bin. So. Päckchen! Was? Die Stimme war ein bisschen hoch, aber man darf sich auch mal freuen, dass man was erreicht hat in seinem unbedeutenden Leben. Ich meine, das kennst du jetzt ziemlich gut. Nee. Nicht. Mm-mm. Aber du lügst auch nicht jetzt oder so. Nein. Nee, Quatsch. Wo denk ich denn hin? Ja, nirgendwo, das ist das Problem. Richtig. So leid es mir es tut, das jetzt zuzugeben, aber ja. Das ist irgendwie schon ziemlich armselig, eine Aufnahme, wo man Geld zusammenkratzen muss und nichts machen kann. Hm. Ja, und dann wundern sich die Leute, dann wundern sich alle. Einfach irgendwie. Ich wundere mich, warum keiner zuschaut und die anderen wundern sich, warum sie einschalten sollen. So ist es. Das ist irgendwie auch immer so, das hängt gar nicht vom Projekt ab. Habe ich auch rausgefunden. Verstehe ich nicht. Kannst du es erklären? Du als es ist ein Mysterium. Frag die Illuminaten. Oder ich frag Galileo Mystery. Kann ich auch machen. Ja, könnte ich ganz einfach, ja. Ich überlege gerade, ob ich das als so, als alles so zusammenschneid, als mega ich sammel Geld-Folge oder so. Weil das ein paar zu schneiden ist dann schon ziemlich armselig irgendwie. Generell, das Spiel ist armselig. Das liegt aber nicht am Spiel. Stimmt. Sich immer an dem, der spielt. Ich dachte, du spielst gar nicht. Ich meinte ja auch nicht mich. Ach so. Habe ich jetzt gerade voll was falsch verstanden. Nicht nur jetzt gerade. Okay. No hablo español. Was hältst du eigentlich davon, bei einer Adventure Map, Minecraft, was hältst du davon, einen TNT-Bereich zu machen? Ja, wer Spaß dran hat,
Also eben verschiedene Level und einer davon TNT. TNT-Gebäude. Ja. Wer Spaß dran hat. Dann mache ich das jetzt mal. Wie, was? Ich denk, du schaust auf deinen Monitor und schaust mir zu, oder was? Ja, wie denn bitte? Ja, also jetzt kurzer Exkurs mal, ja? Vor der Aufnahme sagte Russ, ich habe sowieso eine Kamera bei dir, ich sehe sowieso alles, ja? Aber jetzt weiß er auf einmal von gar nichts mehr, ja? Der Herr Hochwohlgeboren. Ist schon klar. Ja, ich habe die Kamera ausmachen müssen. Aber wenn es hier dann rund geht, dann schaust du immer zu. Ja, was soll ich denn sonst machen? Es wäre schon mal ein Anfang, die Hand dann nicht in die Hose zu tun. Ach, oh, nee. Wir lassen es lieber. Okay, ich merke es mir für nächstes Mal. Ja. Genau wie bei Morddrohungen. Nehme ich nicht ernst, aber wenn es passiert ist, nehme ich's, weiß ich für nächstes Mal Bescheid. Und wir haben einen Anzug, Alter. Einen Anzug mit rosa Hemd, wie gay ist das denn bitte? Passt voll zu uns. Du meintest zu dir. Uns. Zu dir. Wir können aber auch zusammen gay sein. Das kannst du zusammen ohne mich machen. Ja. Schau mal, ich habe eine tolle Idee. Wenn du mal später Kinder haben solltest, die du jetzt natürlich noch nicht hast. Nein. Sag einfach mal, gay heißt fröhlich. Und dann fragst du dein Kind, ob es denn gay ist. Und er sagt ja. Das wäre mal ziemlich witzig dann. Im Kindergarten, da kannst du einigen komischen... Naja, gut. Lass mal das mal an dieser Stelle. Wir haben das Geld fast zusammen. Wenn das Spiel jetzt abstürzt, dann kotze ich erstmal voll auf den Bildschirm. Ich mach das nicht sauber. Wer denn sonst? Du. Ja, nein. Wie nein? Was soll das jetzt auf einmal? Kostet aber extra. Noch mehr? Ja. Willst du das Doppelte von deinen 0 Euro haben? Ich hätte aber lieber das Dreifache. Aber nur unter Protest, mein Freund. Das ist mir doch egal. Irgendwo ist dann auch mal Schluss. Zum Beispiel, jetzt ist Schluss. Oder jetzt. Vielleicht ist es auch jetzt Schluss. Vielleicht auch jetzt später. Nenn dich doch Kit Kat, denn du bist eine Katastrophe. Ist mir nur so eingefallen. Also. Ist nicht gerade im Radio gelaufen hier. Nein. Wo denkst du hin? Nirgendwo hin, das ist das Problem. Genau das ist der Casus Knactus. Bye, 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 du Hurensohn. Ja, das ist, ich habe mein Vokabular gerade anschaulich dargestellt. Ja. Was ich schon alles kann. Was hältst du eigentlich von judenfeindlichen Witzen? Wie stehst du dazu? Boah, ich stehe da meistens nebenbei und lach drüber. Nee, man kann über alles lachen, aber muss man nicht. Also wenn man Bock hat, kann man drüber lachen und wenn nicht, dann ist mir auch egal. Was hältst du denn zum Beispiel von diesem Witz? Alle Kinder spielen Nazi, außer Trude, die spielt Jude. Ich hab grad so einen Hus, ich hab so einen Reiz im Hals, weißt du, kennst du das, ne? Ja. Aber ich, das mit den Witzen, ich glaube, das, wenn ich da erinnern darf an das Prince of Persia 5-Stunden-Teil, es hat ganz toll funktioniert auch. Ich erinnere mich, ja. Ich hab mich da so weggelacht. Hallo, Spiel, mehr als 10 Frames pro Sekunde, danke. Wäre korrekt von dir. Und in Zeitlupe steigen wir ein in unser Auto und fahren los. Was war ich? Wozu sind diese Zeitlupenpillen da? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Bin ich wahrscheinlich so dumm für wieder. Ist ja nichts Neues. Das ist eben die Pille. Witzig. So. Und zack haben wir $60,000. Speichern. Jetzt kann das Spiel auch gerne abstürzen. Machen wir jetzt so einen Cut für die neue Folge. Das Spiel will sowieso nicht mehr 10 Frames pro Sekunde aufnehmen. So, also bei ich werde den Cut sowieso nicht hier setzen. Wir tun einfach mal so. Also so Cut in 3, 2, 1, 0.